So, was eine Hordennacht gestern, oder? Herzlich willkommen zu einer neuen, schwiegenruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die mit der Rebirth-Mod hier. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Frag mich nicht, wie das hier passiert ist. Ich habe eingeloggt, ich bin wie ein Flummi nach oben geflogen und der lag hier so auf dem Dach. Keine Ahnung wie. Mal gucken, was passiert, wenn wir einsteigen. Ja, wir fahren jetzt so rum, so wie es aussieht. Gehen wir da kaputt? Ja, wir gehen kaputt, ne? 32, 33, jo, wir gehen kaputt. Das ist nicht gut. Jetzt ist er ganz weg. Okay. What? What? Wenn der jetzt explodiert. Wenn der explodiert. Was ist hier los? Was zum Teufel? Aber sonst geht's, ne? Ah, dieses Spiel. Keine Ahnung, was das ist. Frag mich nicht. Naja, er lebt noch. Hat zwar eine Beule abgekriegt, aber er lebt noch. So, Nummer 1 geregelt. Nummer 2, ich muss bei ihr hier gucken. Kann ich dir jetzt sagen, genau, Gather Resources. Ich wollte Mining Resources und zwar Shale akzeptieren. Weg ist sie. Wir haben noch ein bisschen was. Wir müssten eigentlich wieder was machen, aber ich habe nicht wirklich was darauf heute. Das war Nummer 2. Nummer 3, die Waffen. Wir gehen jetzt erstmal hier hin, verändern, holen hier alles raus. Das hat einen besonderen Grund, den wir gleich noch lesen werden, denn der Sebastian hat sehr gut darauf geantwortet. Wir nehmen wieder unser G36, das hat einen ganz einfachen Grund, denn wir gucken hier bei uns beim Soldier Expertise Machine Guns. Ja, damit machen wir mehr Schaden und so weiter. Ja. Gehen wir jetzt ins G36. So, gucken hier auf das Buch Tier 4 Machine Gun. Gucken hier. HK416, Tier 3, Tactical Rifle. Das heißt, nice Waffe, aber die kriegt auf keinen Fall die Boni von dem Machine Gun Perk. Ne? Deswegen müssen wir wieder das G36 nehmen. So, und damit durch die Gegend ballern. Dann ist es halt so. Wir können ja auch, wenn wir wollen, da einen Modifikator reinmachen, dass wir immer nur in Feuerstößen schießen. Nices Gewehr. Jetzt ist die Frage, lasse ich das liegen oder schmeiße ich es weg? Ich glaube, ich lasse es mal liegen. Und wir gucken mal, vielleicht tun wir irgendwann nochmal den Perk hier, beziehungsweise unsere Klasse wechseln. Geht ja. Ne? Also rein damit. Der Rest kann so weg. Alter Falter. Wenn Radpanzer fliegen lernen. Unglaublich. Unglaublich. Holy moly. So, weg damit. Wir haben noch ein paar Schüsse. Den hier können wir noch nicht nehmen. Ne? Nein, wir brauchen halt... Benzin. Benzin und noch mehr Benzin. So. Haben wir eigentlich, können wir so einen Buggy bauen? Ich will mal so einen Buggy bauen, der ist kleiner und besser, um nur Quests zu machen, ne? Geht das? Hier, das ist der Buggy. Haben wir dafür alles? Dafür haben wir nichts. Nee. Ich meinte so ein Quad. Können wir einen Quad bauen? Pickup? Nee, lass mal. Monster Van? Nee. Oder ein Motorrad, ein ganz normales. Motorradlenker, Motorradfahrwerk. Das könnten wir machen. Das ist ja das ganz Normale. Gucken wir mal. Da brauchen wir ja nur Stahl für. Den haben wir ja gemacht. So, gib mal her. Der müsste ja schon fertig sein. Guck da, 500. 2000 Geschossspitzen haben wir auch noch. Die tun wir mal hier drauf. So. Alter Falter, keine Ahnung, was das war. Fängt die Folge erstmal mit einem fliegenden Radpanzer an. Ey. Unglaublich. Haben wir wenigstens mal was für einen Short. Das ist ja auch schon mal was. So, lass mich kurz überlegen. Haben wir das hier gemacht? Motorrad. So. Motorradfahrwerk. Motorradlenker. Machen wir unten. Okay. So. So. Aber bitte hier. Ist das hier drin? Kann ich das jetzt wieder nicht machen, weil irgendwas fehlt? Motorradlenker. Start. Warum kann ich das nicht? Was fehlt da denn wieder? Klebeband fehlt. Okay, wir brauchen Klebeband. Na toll. Haben wir den Kleber? Das ist die andere Frage. Werkbank. Jede Menge Kleber haben wir. Alter Falter, warum tun wir das denn nicht? Warum machen wir den nicht, wenn ich fragen darf? So, Rezepte. Adult Diapers. Nein, Klebeband musste wieder hier drin machen. Okay. So, wo ist es? Hallo?
Klebeband. Da. Zack, zack. Mach mal. Nein, auf keinen Fall 140. Ich will nur... Mach mal 80. So. Jetzt muss ich den Rest hier reintun. Ich werde nie warm werden mit dem Dingens hier. Furchtbar. So. Ich werde das immer und immer wieder verkehrt machen. Es ist grauenvoll. Mach mal dahin, mach mal dahin. Dann kann hier nämlich das Klebeband hin. Wie lange brauchst du, mein Freund? Oh, Airdrop. Sehr gut. Dankeschön. Haben wir eigentlich noch ein bisschen Benzin drin? Ich glaube nicht, ne? Wir könnten aber noch was machen. Mal 500, 146. Dann machen wir nur 100. Das sollte reichen. Das sind 1000. Das geht ja schnell. Einfach nur so ein bisschen reinmachen, damit wir... 19, 20, dankeschön. Ein bisschen reinmachen, damit wir mit dem Motorrad dann durch die Gegend donnern können. So, wo ist das Zeug jetzt? Zack, zack, zack. Da, nein, hier müsste es irgendwo sein. Motorradfahrwerk, dankeschön, Motorradlenker. Das dauert jetzt natürlich wieder Ewigkeiten hier, wir kennen es. Währenddessen können wir mal rübergehen und gucken, ob wir irgendwo da ein paar Blöcke haben, die nichts abbekommen haben. Aha. Wo wir vielleicht mal schon mal Stahl hinpacken können. Aber das kannst du, glaube ich, vergessen. Das ist nur Wunschdenken. Da oben brauchen wir noch keinen Stahl. So, wenn wir in der Ecke hier sind, können wir das hier machen. Das kann weg. Hier ist ja auch nichts mehr drin, ne? Nee, der ist auch leer. Gut, dass die Olle losfährt oder losgerannt ist. Ölschiefer sammeln. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ich stell den jetzt echt dahin. Keine Ahnung, warum der durch die Gegend geflogen ist, ey. Da ist es wieder. Den kannst du mir direkt mal geben. Jetzt rollt er wieder einfach durch die Gegend hier. Also so ganz sauber ist er nicht, ne? Glaube ich. Irgendein Problem hat er. Frag mich nicht, welches. Wie sieht's aus hier? Schlecht. Es dauert noch. Es dauert und dauert und dauert. So, Benzin können wir schon mal holen. Und dann müssen wir gleich wieder eine Quest machen. Das kannst du mir mal geben. Der erste Kommentar heute kommt vom lieben Klaus. Der schreibt, moin moin, lieber Edel und Edelnauten. Eine tolle Horde. Sah auch recht entspannt aus. Mach weiter so. Danke für deine Zeit und Mühe und für die mega geilen Pre-Streams der Alpha 21. Hat uns sehr gut gefallen. Liebe Grüße an dich und alle Edenauten und einen ruhigen Wochenstart euch allen. Dankeschön, lieber Klaus. Da kann ich mich nur anschließen. Die Pre-Streams, Freitag, Samstag, Sonntag, die waren mega. Das ist der Hammer gewesen. Ey, wir sind immer über 100 Leute gewesen im Stream. Am Freitag sogar fast 200 Mal. Das war echt krass. Und vielen, vielen lieben Dank nochmal für euren Mega-Support über die 3 Tage. Es hat richtig Spaß gemacht. Okay, was ist hier wieder los? Hallo, Ruhe. Da sind sie wieder. Er hängt da fest. Alter, alle Hunde hier. Mann, 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 Mann. Unglaublich. Die ist immer noch unterwegs, ne? Aber hey, können wir wenigstens hier mal. Dankeschön. Ist hier noch zu? Ich meine ja. Haben wir noch? Wie viel haben wir denn noch? Ja, weil das hier in der Nähe ist, ne? Dann müssen wir mal gucken, wie viel wir noch haben. So, 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 so. Hinten das noch mit. Dankeschön. Keine Ausdauer, wir kennen es. Schlimm, ey. Hey, aber warum? Haben wir wieder Hunger und Durst oder was? Eigentlich nicht. Eigentlich sollte das passen. Zack, alles weg. Der rutscht immer noch durch die Gegend da. Dankeschön. Ausmachen? Nee, läuft noch. Okay. Nicht jetzt so wenig. So wenig.
Haben wir denn hier alles? Lass mal. Wir brauchen... Ah, da sind nochmal 991. Okay, und da oben sind auch mal 988. Dann könnte es reichen. So, mach das mal weg. Ich hätte gerne hier 762, die normale. Wie viel können wir machen? 838. Dann machen wir 400. Und... 400. Bitteschön. So, der Rest kann hier drinnen bleiben. 1, 2 und 3. Bitteschön. Die kommen auf Seite. So, ein Teil müsste ja jetzt wohl fertig sein. Sehr gut. So, und das komplette Motorrad, das können wir natürlich logischerweise nicht bauen. Das wäre dann hierbei, ne? Motorrad hier. Wir brauchen, haben wir alles da. Fehlt nur der Lenker, der gerade gebaut wird hier. Der ist jetzt auch fertig. Sehr gut. Komm, gib her. Und dann müssen wir 5 Minuten auf das Motorrad warten. Pass auf. Dann gehen wir einfach noch irgendwelche Häuser nebenher looten hier. Start, wie lange dauert das? 2 Minuten 30, okay. Also, los geht's. Andere Häuser looten. Wir müssen nämlich noch ein bisschen was machen hier. Oder wir nehmen uns oben den Beton und gehen ein bisschen reparieren. Das könnten wir natürlich auch machen. Na geil, 10 Beton. Aha. Betonmischung. Wie viel können wir denn machen? Keine, weil wir keinen Bruchsand haben. Wir brauchen Bruchsand. Wir brauchen Bruchsand. Da ist 5000. Okay, jetzt haben wir Bruchsand. Jetzt können wir loslegen. So, wie viel können wir machen? 1300, das heißt 500, 650 hier. Start, 650 da. Start, bitteschön. Rest kommt wieder weg. Hopp. Ah, so ist das gut. So ist das gut. Lass laufen. Jetzt gehen wir doch noch los hier. Weil der ist geil, aber irgendwie ist er zu groß. Gehen wir einfach nochmal in das Haus da rein. Gucken, was da los ist. Ich glaube, da war auch irgendein... Gucken, ob die hier wieder spawnen. Noch nicht. Aber kann nicht mehr lang dauern. So. Bin da. Wer noch? Hallo? Jemand zu Hause? Bitte was? Unglaublich hier. Unglaublich. Dankeschön, die brauchen wir ja, ne? Also langsam wird es dann halt auch Routine, weil du mit der Axt alles wegnatzt und so. Da muss man dann gucken. So viele Teile brauchen wir gar nicht, wie wir hier alles zerlegen. Das ist echt... Ah, guck mal hier, die Dose, die können wir zum Beispiel essen, ne? Jo, dankeschön. Da rauskommt. Was ist im Herd drin hier? Zack. Schwuppdiwupp. Ich muss jetzt auch mal gucken, wann ich dann das Alpha 21 LP anfange. Das entscheidet sich jetzt die nächsten Tage. So. Da bin ich noch in 10 Verhandlungen mit mir selber. Schüpp, 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 schüpp. Von der Zeit her. Und ich will halt gerne noch mal... Ja, ich weiß. Natürlich. Muss wieder schnell krabbeln, ne? Ich möchte halt auch noch ein zweites, anderes Spiel halt wieder zeigen. Da ist es nicht so einfach. Welches? Ja, weil es halt im Moment keine gibt, die wirklich ein etwas größeres Update haben. So. Ey, du. Ja, genau du. Und das hier ist das, was ich meinte, ne? Zwei Schläge, weg. Zwei Schläge, weg. Alter Falter. Dankeschön.
wilde Elke, du. So. Hallo, Mann, hey. Dankeschön. Oh, ruckelt das. Okay, wo sind die Zombies? Hier. Guck nicht so. Was macht Elke denn da? Was denn heute los hier? Erst fliegen Radpanzer, jetzt breakdancende Elkes hier. Echt. Ich glaube, die Installation ist so ein bisschen, ja. Hat ein bisschen was abgekriegt von Alpha 21, wa? Dass hier nicht mehr alles so ganz sauber und frisch läuft. Kann das sein? Hier noch was. Der ist leer. Aber hier irgendwas. Das kannst du wieder essen, damit es besser geht. Leider nichts zum. So, nichts zum Heilen. Aber wir sind noch recht gut dabei. Wir sind noch recht gut dabei. Hast du ja 1553. Ey, kriegen wir da überhaupt eine Quest hin? Sascha schreibt übrigens: Hallo, lieber Edo und alle Edonauten. War wieder mal eine super Hordenfolge. Danke für deine Zeit und Mühe. Nichts zu danken. Immer gern. So, du bist auch wieder da, ne? Dann komm mal her. Zack. Inventory 4900 oder was da. Das ist gut. Tor, Türe, alles offen hier. Und er wundert sich, warum hier Leute in der Bude rumlaufen, ne? Upp. Alles weg. Sehr gut. So, die kommen wieder da rein. Was kannst du gerade essen? Sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Oh. Kannst du mal nehmen. Die kannst du mal nehmen. So, weitermachen hier. Wie sieht's hier aus? Da ist nichts mehr. Doch, da läuft noch. Wir haben keinen Brennstoff mehr. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Wieso haben wir keinen Brennstoff mehr? Ah. Unglaublich, ey. Tiss. Hab ich den ausgemacht? Hab ich bestimmt wieder ausgemacht, ne? Ich Experte. Ich kenne mich ja. So, was ist das hier für. Aha, Ausdauer pro Sekunde 0,02. Den können wir irgendwo reinklatschen. Wo können wir den denn reinklatschen? Hier in das Alteisending. Müssen wir so. Oh ne, da passen nur zwei rein. Okay. Müssen wir so mal alles reparieren hier. Alles am Arsch. Da kann er rein. Fertig. So. Die sind kaputt, die sind kaputt. Die kaputt, die kaputt. Kein Wunder, dass wir hier. Und die, ja, die brauchen das. Alles klar. Dass wir immer nur aufs Maul kriegen, wenn wir nur mit kaputten Sachen rumlaufen, ne? So, und so, alles klar. Reparieren, 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 reparieren. Rein da. Rein da. Wir können hier wieder ein bisschen gucken. Molten Steel. Ganz schön viel. Da brauchen wir wieder Kohle für. Okay. Also heute wieder. Weg damit. Nein. Weg damit. Weg damit. Miau. Dankeschön. Her damit. Zack, zack. Tanken. Bitteschön. Rein da. Die können hier hin. Und hier was verkaufen. Turbolader-Mod müssen wir auch gucken. Weg damit. Weg damit. Better Barter haben wir jetzt auch hier. Jetzt hat er es wieder, weißt du? Jetzt. Lucky Looter auch. Jetzt hat er wieder alles. Wo ich hier. Alter Falter. Okay, wie viel ist das denn, wenn ich fragen darf? 13%. Oh oh. Da müssen wir ein paar Autos zerlegen für Benzin. Wir holen uns fix eine Quest.
Ja, das ist schon sehr angenehm. Ich muss sagen, es ist immer noch, auch wenn es viele coole Wagen gibt, aber dieses Motorrad hier, das ist immer noch das Beste. Ja. Und ich weiß es jetzt zu schätzen, hier in Alpha 20 noch, dass man durch die Gegend heizen kann. Das habe ich festgestellt, oder haben wir festgestellt in den Pre-Streams. Das wurde ganz schön verändert. Die Fahrzeuge, die kriegen sowas von Schaden jetzt. Also ich bin mit dem Minibike einmal über diese Bürgersteige gedonnert. Da ist das so boing hochgehüpft und wieder aufgeknallt. Hat 10% Schaden gemacht. Das ist der Hammer. Bup, von 100 auf 90 direkt. Could you be any louder? Ja, vom Haus Modern. Das ist doch das Große, oder? Ja, mach mal. Ob wir das schaffen? Ob wir das schaffen? Ich glaube, das wird ein Ding der Unmöglichkeit. Das wird ein Ding der Unmöglichkeit. Da müssen wir ganz schön Benzin suchen. In den Autos. Aber das kriegen wir hin. So, und irgendwie, wie gesagt, Bosse und so kamen auch keine mehr, ne? Guck mal, da ist doch schon was hier. Für den hier, für Benzin. Kommt überhaupt Benzin raus? Nö. Kann es sein, dass da nichts mehr rauskommt? Kommt hier überhaupt da was raus? Wir müssen gucken. Ich meine, hier kommt noch Benzin raus. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Ach, die Bude schon wieder. Und schon wieder alles respawned. Das ist ganz schön gefährlich hier, ey. Die Bude, die Warzug-Häuser hier. Yeah. Ich will doch nur hier durch. Unglaublich, ey. Mal gucken. Was kommt da raus? Nix. Nee, schon kommen. Wir können gleich zu Fuß laufen. Gott sei Dank haben wir die Brennstoffsparer-Mod hier drin. Ah, nee, das ist ein anderes. Das ist der Pool hier. Okay. So, Vorräte. Säubere das Gebiet. Ach, du Kacke. Nein, ist es nicht. Es ist das Haus. Mit dem Dingens unten drunter. Oh weh, oh weh. Na, dann haben wir Spaß. So, ist das hier. Oh, nice. Kann direkt lernen. Schnauze. Dankeschön. So, das muss hier irgendwo sein. Wir machen das jetzt wirklich im Schnellverfahren hier. Sonst werden wir das. Kommt jetzt echt hier. Jetzt kommt der echt hier angeklettert. Scheiße, wenn man so schwer ist, wa? Okay, die zwei haben auch Spaß. Ich lass sie mal. Da 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 da. Immer schön, wenn die Leute Spaß haben. Ruhe. Ist das unten? Ist das oben? Das ist unten. Aber wir müssen ja alle Zombies killen. Deswegen gehen wir direkt hier rein. Gehen wir rein. Flossen weg. So, was hier? Ach ja, aber da haben wir oben schon mal leer. Hier ist die Tür, ist hier irgendwas? Nein. Junge! Mann, Mann, Mann. Immer treffen sie dich. Ich muss sagen, der Gürtel, der ist echt ein bisschen zu groß. Das ist der Hammer, wie riesig der ist. Denn jetzt her? Wo kommt der her? Zack.
Macht ihr da. Hau du, mir egal. Da ist nix. Okay, die prügeln sich da. Alles klar. Werden wir niemals im Leben schaffen hier. Pass auf. Schade, da waren wir gerade. Jetzt ist eine Runde. Schade Schokolade, da war das, ne? Vor allem, weil es jetzt mittlerweile alles Ferale sind und so. Zack, Ruhe. Hier, nee, noch tiefer. Okay. Da müssen wir dann mit dem Dingens arbeiten. Mit dem Gewehr. Ich kann nicht mehr. Komm raus. Der hält viel aus, du. Der Sack. So, jetzt hier hin, hinten rum, da. Na, gucken wir mal. Gibt's ja auch schönen Loot, ne? Den haben wir ja auch hier, das müssen wir sagen. Mach weg. Geht nicht. Was? Ist zu? Ja, du gehst ja normal durch die Garage rein, ne? Du gehst ja normal durch die Garage rein. Ist da drin? Benzin! So, haben wir schon mal das Moped hier rettet. Geh weg. Geh weg. Guck mal, jetzt wo wir so eine Axt haben und geskillt haben und so, kein Problem. Geht halt easy peasy. So. Vorausgesetzt, man lässt die Moppels nicht leben. So wie ich, Experte. So, was ist hier los? Hallo. Oh Gott, das sind so viele Mops hier. Nein. Eieiei. Hier ist irgendein Generator. So, was habe ich jetzt angemacht? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas habe ich angemacht. Ist aber egal. Da ist irgendeine Tür aufgegangen. Ich glaube hier. Hallo? Ja, kommt mal. Na. Weg damit. Oh Mann, ey. Ständig bist du am Brennen. Geh weg. Was zu essen? Kommen die alle da raus, ey? Alle in eine Ecke, ne? Die Säcke. Ich hier Nachtquest im Todeshaus. Komm. Sehr schön. Hallo? Klatscht aus. Tschüss, sonst noch wer hier? Nicht, dass ich wüsste. Ey, noch eine Tür. Was? Und oben der Bär. Was gibt's denn hier alles? Holy moly. Und es ruckelt, ey. Uiuiuiui. So, hier sind die Männer. Ja, mal wieder. Bist du auch mal tot irgendwann? Man hört's, ne? Da oben ist wieder irgendwas los. Wird ganz schön zerlegt. So, wo kommt man hier hin?
Hallo? Alles wegmachen, was geht. Ja. Oh, der hat nur einen Arm. Sorry. Was ist da los, ey, da oben? Der Bär. Komm ich jetzt hier durch? Ey, das ist mehr als ein Bär. Wer ist das denn alles? Wir müssen wieder um, da geht's nicht weiter. Da hinten ist noch der Airdrop. 21 Uhr, wie kannst du nur? Hallo? Ich stürze das ganze Haus ein, pass auf. Oh, ich hasse solche Gänge. Okay. Was ist mit denen nicht richtig? Ihr seid's, Jungs. Komm, ich helfe euch. Ist eine ganze Bande hier, ne? Kann das sein? Hier rumschießen. Das ist irgendein Boss oder so? Kann das sein? Naja, komm, schnell wegmachen. Bevor die hier wieder, ne? 22 Uhr ist und die Aua machen. Wie kommen die da rein? Die sind da runtergehüpft oder so, ne? Garantiert. Schieß schön auf die Scheibe, machst du gut. Was hier los ist, ey. Hasse es, wenn ich nichts sehe. Ja. Was ist denn los hier? Oh, wir sollten mal hier nehmen. Wir haben noch 21 Leben. Jetzt gleich ist 22 Uhr. Was hier los ist, ey. Komm, wreck mal ein bisschen. Ich kam alle hier raus irgendwo, ne? Hier aus dem Fenster, okay. Hier kann ich das Tor aufmachen, aber dann ist auf, dann kommen die alle. Eieiei. Jo, mal gucken, was da los ist. 22 Uhr, wie kannst du nur? Blöde Bär ist noch oben. Säubere das Gebiet haben wir immer noch nicht. Kriegen wir das auf hier? Nein, ist verschlossen. Aber dann kommen die alle, da sind viele drin, ne? Vielleicht sollten wir doch lieber oben, von oben gehen. Wie sind die alle da reingekommen? Und dann dieser Bär wieder, ey, der nervt mich auch. Da oben rennt noch einer rum. Guck, wie sind die hier reingekommen? Haben die ein Loch reingehauen oder was? Hier irgendwo? Da ist der Boss. Ich habe ja lang genug gesagt, ne? Wir hatten schon lange keinen Boss mehr. Das wird lustig. So, der Kai schreibt, hey Edel, die Waffe sollte eigentlich zu MGs gehören und somit leveln. Aber ob das nun stimmt, kann ich nicht genau sagen. Das ist doch blöd, dass es nur ein Bug war. Wäre ja zu schön gewesen, aber es war einfach eine schöne Horde. Mach weiter so und lieben Gruß an dich und alle Edelnauten. Gruß zurück und wie du jetzt weißt, gehört sie nicht dazu.
Ob der Bär prügelt sich immer noch mit dem Boss da, kann er sein? Was ist denn hier los? Das ist ein Banditenboss, ne? Der hängt irgendwo hier. Ich blick hier nicht mehr durch, ey. Was ist hier los? Das Haus, das Verrückte macht. Hallo? Wie kommst du denn jetzt hier hin? So, da ist der Bär. Der gibt mir noch einen Keks. Den machen wir jetzt mal weg. So, Bär schon mal weg. Der Boss ist da irgendwo. Wir gehen mal hoch. Alter, bleib stehen. Mann, Mann, Mann. Die irren durch die Gegend. Geh doch mal hoch. Wir müssen sowieso unten alles wegmachen hier. Die prügeln sich da. Oh Gott. Was? Wo hängt der denn, wenn ich fragen darf? Wo zum Teufel bist du, mein Freund? Da. Ich sag ja, sie sind nicht die Schlauesten. Weg damit. So, ist jetzt mal Ruhe hier. Der hat aber nichts gedroppt. Lässt der vielleicht irgendwas Tolles fallen? Gucken. Ja. Ein Gen-Boost. Juhu. Kommt man direkt mal einen aus Int machen, ne? Rezepte. Ach, so eins ist das. Okay. Dann mach mal. Was haben wir hier? Bei der Barter, dann nehmen wir jetzt Charismatic Nature. So, zack, zack, direkt benutzt. Wunderbar. Ist jetzt Ruhe hier. Können wir jetzt unten weitermachen? Für die Quest. Wir müssen ja immer noch das Ding suchen. Mann, 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 Mann. Was hier los ist. Hier boxt der Papst, ey. Passierschein A38, bitte. Aber hey, ich habe lang genug gemeckert. Und dann kam der Boss, ne? Ah, geht das schneller? Ah, es geht schneller. Guck. Weil da hinten stehen die Zombies drin. Die sind natürlich drin geblieben, ne? Die sind nicht rausgekommen, während die da unten rumgeklettert sind. Ich habe keine Ahnung, wie die da reingekommen sind. Frag mich nicht. Auf jeden Fall waren sie drin. Aber klar, jetzt kommen sie alle raus. Hinüber. Da hinten noch einer. So. Ich hätte gerne ein großes Trommelmagazin. Das eigentlich relativ schnell kaputt gehauen haben, ne? Hallo, hier! Hier? Ja, natürlich brenne ich wieder. Komm her. So, einer hängt wieder noch irgendwo hinten. Und irgendwo da hinten muss die Dingens sein. Ich mach's jetzt auf, was soll's. Eieieiei. Oh nein.
dein Ernst? Na, wir haben zu viel geschossen, ne? Dann lass mich wenigstens noch die Quest vorher schaffen. Aber hier musste ja schießen. Bei den Massen an Mobs. Wo ist das Ding denn? Das muss da hinten irgendwo sein. Wer kommt da noch gerannt? Der ist hier drin, ne? Ich glaube ja. Ja, ja, hier drin ist der. Mann, 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 Mann. Aber solange die nicht schreit, geht das. Wo kommst du denn her jetzt? So, Vorräte aus White River. 13 Meter irgendwo da hinten. Aber hier ist doch nichts. Oh, da oben oder was? Hätte die gerne angezeigt. Da, die Säcke. Ach du Kacke. So, Quest fertig. Wie asozial, ey. Wie asozial. Ich kann auch den Loot mitnehmen hier. Ja, 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 das Haus, das Verrückte macht, ich sag's ja. Jetzt die Schreitante noch. Keine Ahnung, wo die ist. Das hier. Spikehammer wieder. Nee, nee, lass mal. Immerhin die Butze leer und das auch noch nachts. Sehr gut. Gefällt mir. Ja, kann man auch mitnehmen. Ist hier vielleicht noch ein bisschen Benzin drin? Sehr gut. So, und jetzt habe ich die Schnauze voll. Raus hier. Was machen wir jetzt hier raus, ey? Keine Ahnung, wo die rumeiert. Wir müssen jetzt erstmal nach Hause, wegen Benzin und so. Mann, 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 ey. Wenn es dafür nichts Gutes gibt, ne? Dann werde ich sauer. Dann werde ich sauer. Wir müssen hier hoch. Genau. Jetzt müssen wir hier hoch. So, hier hinten durch. Aufs Dach. Gucken, wo sie ist. Da nicht. Da ist sie. Jetzt hat sie geschrien. Hier kann ich euch aber gut wegmachen. Genau deswegen. So, wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Genau, immer schön warten, der Reihe nach. Dankeschön. Wo ist mein Moped? Dein Ernst? Du jetzt noch? Wo haben wir das Moped hingeschmissen? Da hinten, ne? Jo, da liegt's doch. Tanken. Ab nach Hause. Schnauze voll. Weg hier. Mach mal Licht an. Keine Zeit für sowas. Ich will nach Hause. Es reicht. So. Meine Güte, du. Was ne Quest. Jetzt müssen wir mal aufpassen, jetzt kommt hier wieder das Warzog-Haus und ein Baum, wo du nichts siehst. Nein. Krabbel wen anders an. Keine Zeit für sowas. Lass mich in Ruhe. Hatten wir auch mal wieder einen Boss. Sehr gut.
So. Oh, wenigstens siehst du wieder was hier. Und ja, eindeutig die beste Wahl. Auch wenn ich den Radpanzer liebe, aber... Ja. Das ist schon eine ganz andere Dimension hier mit dem Motorrad. Richtig gut. Türe zu. Er ist immer noch dran. Wupp, weg mit dem Zeug. Hier können wir was verkaufen. So, weg damit, weg damit, weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg. Haben wir ja. Bündungsbremse können wir lesen. Juhu! So muss das sein. So. Zack, zack. Ich denke, das reicht. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.